jetzt. Ernsthaft? Ich habe schon wieder nicht aufgenommen. Okay, nochmal. So, wir gehen jetzt los von Hotel Aurora in Montezuma. Das war, glaube ich, bis jetzt unser schlechtestes Hotel. Also nicht aus dem Grund, weil es dreckig ist und Tiere und sowas. Das ist normal zu erwarten, wenn man nicht so viel zahlt. Aber, dass sie nochmal $20 für Klimaanlage berechnen und das nicht direkt in den Preis einfach reinfließen lassen, so dass man vorher weiß, okay, möchte man da hingehen oder nicht. Und dann, dass sie allgemein so teuer sind. Genau, naja, wie auch immer. Wir ziehen jetzt von Montezuma nach Monteverde. Das sind 4 Stunden Fahrt. Vamos! Ja, das passiert dann auch mal, so mitten auf der Straße eine Kuh. Also nicht nur Hunde, sondern auch Kühe. Läuft bei uns. Da, 3 oder 4 Stunden später. Und hier ist es sehr, sehr viel angenehmer. Ich würde nicht sagen kühler, weil in der Sonne ist es immer noch warm. Aber es ist keine drückende Hitze mehr. Es ist sehr, sehr viel angenehmer. Und wir sind so hoch. Also wir sind so hoch gefahren. Wir sind hier bei Moras Place B&B. Und haben eingecheckt. Jetzt packen wir unsere Koffer rein. Und ja, dann gehen wir kurz in das Städtchen oder was auch immer. Wir schauen uns das mal an. Und das ist die Aussicht direkt von unserem Hotel. Okay, vielleicht habe ich mich ein bisschen geirrt. Es ist doch ein bisschen kalt. Ich habe jetzt meinen Pullover angezogen. Es ist windig, es regnet ein bisschen, aber es ist angenehm. Im Vergleich zu den letzten Tagen kann man das dann doch irgendwie überleben. Ja, hier regnet es ein bisschen. Aber also so kalt ist es nicht. Also ich habe zwar einen Pullover angezogen, aber ich bin trotzdem noch in kurzer Hose und Flipflops. Also so kalt ist es jetzt nicht wie in Deutschland. Also ich bin immer noch glücklich, hier zu sein und nicht in Deutschland, wo es eiskalt ist. Das Erste, was uns aufgefallen ist hier in Monteverde, es sind nur Deutsche da. Nur Deutsche. Da hinter mir eine Deutsche. Guck mal, guck mal. Wir gehen jetzt nach dem Einkaufen, wir haben uns ein kleines Getränk gegönnt und Ilona geht jetzt mit Cheeseballs durch die Stadt. Und da ist schon wieder ein Hund. Und wir kochen jetzt und haben einen schönen, entspannten Abend. Kommen an, chillen und dann morgen geht's in den Nationalpark und dann wird's krass, Ilona. Einen wunderschönen guten Morgen, Buenos Dias aus Costa Rica, Tag Nummer 824. Ich habe keine Ahnung, ich habe von Anfang an nicht wirklich mitgezählt. Es ist auf jeden Fall die letzte Woche, das wissen wir. Obwohl auch noch nicht. Es ist das Ende der vorletzten Woche. Genau, Ilona fährt, damit ich chillen kann. Und zwar sind wir heute Morgen aufgewacht und haben was gefrühstückt. Und jetzt geht's los zum Santa Elena irgendwas Park, um zu wandern. Und wir haben uns diesmal ein bisschen dicker eingepackt mit langer Hose, Pullover, eine Regenjacke haben wir dabei, lange T-Shirts, lange Sonnenbrille, ja, alles damit uns wärmer ist. Und was uns aufgefallen ist, was mir aufgefallen ist, egal wie hoch wir sind, egal wie schräg die Erde ist, es gibt immer einen Fußballplatz. Genau ins Auge bekommen. Oh. Nach oben geguckt und plopp. Also wir haben gerade ein Schild gesehen und da wurde uns empfohlen, Kamera nicht zu benutzen, weil dann kannst du connecten mit diesem Wald.
Genau. Aber ich verstehe natürlich so ein bisschen, nicht immer die Kamera rauspacken, so wie ich, weil dann verpasst du das mit deinen eigenen Augen und versuchst es nur aufzunehmen. Das verstehe ich natürlich schon. Aber ich mache gerne beides. Wir laufen jetzt hier schon seit einer halben Stunde rum und sind gefühlt noch nirgendwo hingekommen, weil wir in Schrittgeschwindigkeit uns bewegen, weil wir die ganze Zeit nur hochgucken und links und rechts, weil es einfach so cool aussieht. Ja, es sieht einfach sehr, sehr außergewöhnlich aus. Sowas sieht man ja nicht jeden Tag. Und wenn man das sieht im Zoo oder sowas, ist es fake. Und hier ist es echt. Und es sieht total crazy aus und es ist viel größer. Aber die Tiere sind uns noch ausgeblieben. Das kommt als nächstes. Der war so groß, wie eine Spinne. Luna lässt sich gerade erschrecken von Ameisen, Vögeln und die harmlosesten Creatures of Planet Earth. Der haut da mit seinem Kopf, mit seinem Schädel in das Ding rein. So, nach fast 4 Stunden Wandern gehen wir wieder raus. Leider haben wir nicht viel gesehen. Wir haben ein paar Vögel gesehen, wir haben ein paar Insekten gesehen, wir haben einen, keine Ahnung, Huhnvogel gesehen. Das war es eigentlich. Aber, also die Tiere waren täuschend, aber der Wald an sich, der war sehr schön. Sehr schön. Aber das Einzige, was wir sehen wollten, sind Faultiere. Und das haben wir nicht geschafft. Leider nein, leider gar nicht. Und mein Nacken tut mittlerweile weh von 4 Stunden lang immer nach oben gucken. Okay, wir sind jetzt hier bei dem Swing und dies und das und 100% Adventure. Und wir werden jetzt unsere Sachen kurz wegbringen. Und die Kamera muss ich leider auch wegbringen, weil ich kann nur eine tragen. Sonst ist es zu unsicher, ich kann Ilona nicht mit einer Kamera beauftragen. Genau, und dann wird es der Rest des Teils nur mit der GoPro aufgenommen. Mal sehen, wie das funktioniert. Thank you.
gesprungen, sehe ich, die GoPro ist gar nicht mehr an. Dumme GoPro, alles Freddy schuld. Naja, auf jeden Fall. Wir haben ja Gott sei Dank noch andere Leute getroffen, die dann von unten wenigstens gefilmt haben. Dann sieht man es wenigstens. So, wir sind jetzt fertig. Essen eine Mandarine. Warten, bis unser Shuttle zurückfährt. Was hat dir am meisten gefallen? Die lange wahrscheinlich. 1,5 Kilometer, die wir zusammen gemacht haben. Aber wobei, die hat so wehgetan. Nee, dann die... Danach, die wir zusammen gemacht haben? Die danach, die war... Die mir wehgetan hat? Genau, die, die dir wehgetan hat und die davor, vor der Lange. Die 700 Meter, die ich alleine gemacht habe. Die anderen sind halt so kurz im Vergleich. Ja. Was fandest du am besten? Keine Ahnung. Wenn du eine Sache nochmal machen kannst. Dann Swing, dann 100% Swing. Dann haben wir die Antwort. Ja, 100% Swing. War alles nicht so spektakulär. Das müsste ich jetzt, glaube ich, in meinem Leben nicht nochmal machen, bis auf diese Swings, die würde ich halt tausend. Also ich würde halt tausendmal noch Bungee Jumping und Fallschirmspringen und sowas würde ich halt gerne noch machen. Aber das kriege ich jetzt zum Geburtstag. Oder auch nicht. Interessanter Nachmittag. Hat Spaß gemacht. Und jetzt geht's nach Hause, noch mehr Käse essen. Lecker, ja. Und ja. Okay, ja, dann sehen wir uns zu Hause.